Also raus, raus. Da. Also es ist eine Erinnerung, ja. Aber diesmal scheint es nicht so eine Kinosequenz zu sein wie sonst. So ein richtiges Kampfgebiet. Ja, oder auch nicht. Also ist eine Erinnerung, die nicht von diesem Bandagenmädchen aktiviert werden muss. Swallowed up by the Queen's miasma, lost the very essence, and became puppets of the enemy. Some of you had to fight former friends who had joined the ranks of the lost, but you still managed to return home. I salute each and every one of you. So, keep the faces of your loved ones ever in your thoughts. Remember the comrades who have been reduced to ash. I, Gregorio Silva, pledge this to you. When this war ends, the ones left standing will be us. Fight at my side, and we will bring this hell to an end. Remember to keep your hearts covered. There's no coming back if you get hit there. Accursed beast! Königin? Ja, also Silver, der eigentliche Bösewicht. Der Anführer der Vampire, die uns am Anfang halt da, ne, gezwungen haben zu arbeiten und sowas. Aber das muss er wahrscheinlich tun, um diesen Krieg gewinnen zu können. Auch interessant aber, dass er beschützt wurde von Erwachsenen, zwei Wächtern, und die Leute, zu denen er gesprochen hat, waren alles nur irgendwelche Teenager. Also vielleicht Kanonenfutter. Wobei hier fast alles Teenager sind. Ja, was ich gerade sagte. Teenager mit zu großer Oberweite. Welcome back. How are you feeling? Do you know where you are? You were killed 2 days ago. And now you've returned. Just relax. Here, could you fill out this medical form for me? I'd like to confirm some things, if that's all right. How much do you remember about yourself? No signs of frenzy or major dysfunction. You appear to be in excellent shape. The damage to your heart had me a bit worried. But you're surprisingly resilient. Still, if anything feels off, be sure to let me know right away. We revenants are immortal creatures. However, if you become one of the lost, you'll be beyond any hope of salvation. Here. The Queen's miasma has been growing thicker. When you're fighting, just remember to hang on to this, no matter what. Looks like it's time for the meeting. I know you're probably not feeling up to it. But it'll be over soon enough. Hang in there. Das ist also Ashs Erinnerung? Was? Erinnerung von Ashlyn, ja.
How's your little brother? Louis hasn't woken up yet. Yeah, there's no sign of rejection, but it's still worrying. Oh, oh. Du wirst... Warte, das ist Karen, richtig? Die wir eben gerade hatten? Ja, die hier wird den Untergang über alle bringen. aber es hat nur eine Erinnerung, wir können nichts verändern. It seems you've been assigned to Jack's team. If you feel you're in danger, don't hesitate to fall back. Everyone on his team is skilled, but they get carried away easily. I know they get a lot of dangerous missions, but our rescue parties are stretched to their limit. Karen, in particular, is pushing herself too hard. Please think of them, too. Genau, also das ist die große Schwester von Louis. Sie wird in Zukunft, also wir sind jetzt in der Vergangenheit, sie wird in der Zukunft, also in unserer anderen Vergangenheit, irgendwann durchdrehen und Louis bringt es nichts übers Herz, sie zu töten. Und dann entkommt sie aus dem Krankenhaus, bringt ganz viele Leute um und löst damit noch irgendeine schlimme Welle aus, die zu dem momentanen Zustand führt. Weil hier sieht es noch, also es sieht nicht gut aus, aber der Nebel ist noch nicht super stark und es ist noch kein so ein Dome drumherum. Wahrscheinlich, weil die Königin noch lebt zu diesem Zeitpunkt. Und wir sind jetzt Teil von dem Trupp, der gegen die Königin... Also wir haben schon einmal gegen die Königin gekämpft, nachdem er uns da rekrutiert hat. Der übrigens ein super affiges Ding auf den Schultern trägt. Nachdem er uns rekrutiert hat, haben wir schon mal gegen die Königin gekämpft, sind gestorben und jetzt sind sie hier aufgewacht. Wir werden aber wahrscheinlich nochmal gegen die Königin kämpfen. Und dann ist meine Theorie, dass wir die letzte Überlebende sind und dadurch irgendwie Aspekte von der Königin übernehmen oder ähnliches. Mal gucken. What's with the glum face? You're a revenant, but you're still afraid of dying. You don't need to hide it. No matter how many times you die, it's still scary. I'm no exception. Let's put an end to this dull old war and have a drink together, all right? Do you remember the day of the Great Collapse? We've been struggling a hard, painful fight ever since, but we're still here. We'll win again. We have no choice but to win. All of you, charge straight ahead. I've got your back. Arsch. Also ja, meine Theorie von, das ist so ziemlich einer der wenigen Erwachsenen hier. Aurora wirkt noch ein bisschen älter. Weil von den Proportionen her hat sie auch mal einen längeren Torso verglichen mit den meisten anderen. Aber ja. Wenig Erwachsene, fast nur Teenager, die alle zu Soldaten ausgebildet werden und dann vorgeschickt, um verheizt zu werden, während er halt, ne, das Ganze dann überlebt. Andererseits ist er halt auch ein Anführer und kann mehr strategisch vorgehen dergleichen. Anführer sind nicht unbedingt immer mitten vorne bei, also in den seltensten Fällen, aber es wirkt halt super arschig. If a Revenant's heart isn't destroyed, they won't die. They can go home to their families. Yeah, that's why I still hold faith. Once this war is over, things will go back to normal, like before the Great Collapse. When the Great Collapse happened, I ran away. A horror attacked me, and I couldn't even think. Help me, he screamed. But all I could do was abandon him and flee. In the end, I went straight into the arms of death myself. Silva gave me strength. The strength to battle the horrors. I'm done running away. When he wakes up, I want to greet him with pride. So, are you from around here? I'm from further out west. Before the Great Collapse, it'd be just a few hours' drive, but now it feels so distant. I want to finish this fight and go home. The people there are probably still running from the horrors. Davis? Leave this place to us. Finally awake, are you? New kid, you're partnered up with me. You fought the Queen the other day. I've heard you've got some skills. Sounds like you might be useful. We're headed out soon. Are you ready? Ja, ich glaube, wir haben ihn angesprochen.
We're gonna use every bit of your power. Bösewicht-Vibe. There's a report that the Queen broke through our defensive grid and is headed this way. However, our foe was also hurt pretty badly in the attack. This is our chance to finally turn the tide and crush her. Just be sure not to drink the Queen's blood. Too many of us have joined the ranks of the Lost after their bodies rejected it. Watch your backs out there. Also hat er definitiv das Blut getrunken. Right. Aber mal schauen, wie es dazu gekommen ist. Wahrscheinlich wäre sie sonst richtig gestorben oder so. Looks like it's time for the party. Let's be sure to give our guests a warm welcome. Let's get to work. To make good use of this. Achso, ich wollte gerade sagen, wir können jetzt einen Teleport in die Vergangenheit benutzen. Well, look at that. This is lucky. It's a type of medicine. Spill a drop on that. Das sieht nicht aus wie Ashs Blut. Don't worry. We won't need our masks here. This is one of the products of the Queen's power before she frenzied. That medicine is made from the Queen's blood. It cleanses the area of miasma and aids regeneration by knitting dispersed flesh back together. Even the techniques used to make our masks are thanks to the Queen's plans. She was a revenant, just like us. She shared our vision of a world where everyone could live in safety. But unlike us, she had the potential to rise to even greater heights. She was consumed by her own exceptional power, and turned into a demon with an unending lust for blood. Eat or be eaten. If those are our only two options, well then, I choose to eat. We have limited medicine, so use it wisely. Einmal aktivieren, so können wir jetzt? Ja. Kuriose Erinnerung von Ashlyn. Ich will gar nicht spekulieren, wie das jetzt vonstatten geht. Aber dass wir gleichzeitig in der Vergangenheit und in der Gegenwart sind. Wir könnten dann hier in der Gegenwart stärker werden, bessere Waffen haben und so weiter, die in die Vergangenheit komischerweise mitnehmen und dann, ne? Ja, typische Zeitreiseprobleme halt. There's a lot of them. Don't get surrounded. They have the advantage. Want to try to sneak ahead? Looks like this is broken. Let's find the key.
Brauchbare Rattenschlüssel. That's a good idea. Wir bringen die 1300, okay. Bisschen klein Kram wegstutzen. You're perceptive. Sollte es hier jetzt ja auch als Trash-Loot geben, Stahl, ne? Wenn es im letzten Mal auch schon gab. Oh, ich habe einen Gegenstand hinten übersehen. Ah, Fernkämpfe, okay. Dann halt so. To watch my back. Moving. I hope you're ready. Material. Bisher kein Stahl von dem Trash. Oh. Yep. Einfach nur Sackgasse. Wait right there. Ah, aber wir hätten eh wieder zurückgemusst wegen dem Barackenschlüssel. Moment mal. Ach da. Something useful? Nein, das ist nur ein doofer Wecker. You choose which way we go. Irgendwas ist links neben uns. So eine. Was suchst du denn hier? Be careful climbing. That's a good idea. Davon kann man nicht genug haben. Ran. Watch between the buildings. When all else fails. Super unübersichtlich. Don't let them push you back. Die sehen diesmal anders aus. Batman-artig. We did it. Und halt eine Maske, wie die normalen Wiedergänger. I'm impressed. Oh, dreimal auf einmal, das ist doch nett. Heilung zwischendurch. Hier sind wir los, später könnten wir bei Zeit nochmal aufknacken. Das sollte inzwischen auch ein, zwei Level sein. We can go up from here.
This ladder goes underground. Don't let them push you back. Ach so, und ich darf jetzt nicht vergessen, es geht eigentlich auch noch in der Blutskathedrale weiter, ne? Das hier ist ja quasi nur optionales Gebiet. Die Leiter erst runter. Hier waren wir doch schon, oder? Listen, yep. I need you to find a safe route through. Eco-Konzentrat haben wir genug. Ja. Also ab hier waren wir schon. Gut. Und wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Barackenschlüssel. Ja, und ihr Blut geht jetzt hier komischerweise auch wieder. Oh, 52.000. Drei Labs, gut, gut. Da kommt sie wieder nicht hoch. Ach, ein Turm ist das wieder. Hatten wir, ja, ja. Auch das erste Mal, dass wir den Kristallen so nah sind. Ne? Die sehen doch ein bisschen anders aus hier noch. Also mit ganz vielen bunten Sachen drin. Splitter. Haben wir noch nicht. That's a good idea. Mein Turm weg. Check that out. Sieht nach taktischem Runterfallen aus. Nicht hier, nee, nee, nee. Wir müssen irgendwie da drauf. We can go up from here. Jo, sehr gut. This is a little tight. Kartenbereich. Was? Ach nö. Also ja, es ging hier hoch, aber es geht nicht hoch, dass wir dann runterfallen können auf die verdorbene Geschichte. Nee. Pfeiler. Ich würde ja sagen, man könnte mit Anlauf da runter, aber Key? That might be useful later. Aber ich denke, so funktioniert das Spiel nicht. Wir haben nur 16.000, komm, was soll's. Nö. Nö, nö, nö. Auf Ansage, nö. I see you're awake. Might be a bit tough the way things are. Hier oben drauf kann man auch irgendwie.
die Schlange nicht in die Seite hauen lassen. Ne? Okay, diesmal haben wir die Seite gespuckt bekommen. Das ist auch nicht viel besser. Für einen Händler. So, da müssen wir rauf. Wie kommen wir da rauf? Da kommen wir her. Hier können wir nur zurück. Im nächsten Raum gibt es die Abkürzung, aber von da oben habe ich keine Möglichkeit gesehen, irgendwie zu den verdorbenen Dingen zu kommen. Safe hands. Na gut, gehen wir einfach was. Gehen wir zurück. Wir haben den Lagerschlüssel, aber es war nicht der Schlüssel, den wir brauchten. Ich glaube, wir brauchten eigentlich einen Barackenschlüssel. There's always a way out of a bad situation. Watch for every available opportunity. Da müsste die Leiter auch noch runter. Don't get too far ahead. Let's go. You can't regenerate much more. Stay sharp. Mit. Ah, hier oder nicht? Moving. Enemy underneath us. Oh. This is a good position for an ambush. Blutbarrieren zum Tonikum. Das könnte klappen. Da könnten wir runter. Ich glaube, wir sollten erst hier weitermachen. Da ist auch eine Leiter. The enemy is inside. No. Hier müssen wir auch reinfallen. Nee, können wir nicht reinfallen. Dann muss es da irgendwo zugehen, weil hier oben liegt was drauf. Also, da müssen wir drauf. Wir müssen rausfinden, wo wir mit dem Lagerschlüssel was machen können. Wir müssen irgendwie einen anderen Schlüssel noch finden. Und wir müssen von oben auf die verdorbene Mistel drauffallen. Die ganzen Rolltorschlüssel. Be sure you don't slip. Let me in. All else fails. Good one. Ah, okay, das ist die Schalldämpfer. Das ist die eine Leiter. Got ourselves a shortcut.
Richtig, die an sich hilft uns allerdings nicht. Genauso wenig wie die zwei Schlüssel uns momentan helfen. Ich habe zumindest keine Tür gesehen, wo das reinpassen würde. Aber hier waren ja noch ordentlich Abzweigungen. There should be a defensive passage. Schon gemacht, ne? Ja. Ich backtracke gerade in der Hoffnung, dass hier irgendwo eine von den zwei Türen sind. Was? Die ganze Richtung sind wir noch gar nicht lang gegangen, ne? Ja. Okay. So, zuerst und ein bisschen zurück. Also den Weg da unten hatten wir, glaube ich, geskippt. Ja, ich geh mal kurz weg. Oder müssen wir in dieser Folge schauen, dass wir nicht von dieser Mistel aus starten, sondern eine Mistel weiter zurück. Also erstmal Level Up. Stufenaufstieg 1, 2, 3 Level. Gut. Und dann Teleport. Ja, okay, es gibt nur zwei Mistel bisher. Ja, dann bin ich mir noch nicht ganz sicher, wo.